Die Schüler werden gemeinsam unterrichtet im Klassenverband. Das kann in seltenen Fällen mal vorkommen, dass vielleicht da gerade eine Förderstunde hinfällt, in der der betreuende Sonderpädagoge, die betreuende Sonderpädagogin die Schüler rausnimmt. Häufig auch in Kleingruppen, um unsere Ressourcen ein bisschen besser zu nutzen. Aber in der Regel werden alle Schüler gemeinsam unterrichtet. Ist ja auch eine Inklusion. Ich würde sagen, immer, weil das immer so ist im Unterricht. Ich würde das aber nicht nur auf Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zurückführen. Das ist mit Regelschülern einfach ganz genauso. Und das verringert sich vielleicht manchmal, wie häufig man so spontan reagieren muss, wie häufig man vielleicht auch eine Unterrichtseinheit schon gemacht hat oder die überarbeitet hat oder sich damit auseinandergesetzt, aber es sind auch immer wieder andere Gruppen und ich glaube, das ist einfach so. Aber da muss man eben von ausgehen, eine Stunde verläuft eben nicht so, wie man sich das zu Hause so notiert hat. Das ist eben so. Ist auch gut so. Ja, also im Bereich sozial-emotionaler Entwicklung würde ich tendenziell sagen, eher nicht. Im Bereich Lernen natürlich auch auf jeden Fall und im Bereich GG. Da gibt es aber gerade im Bereich Gesellschaftslehre sehr, sehr viel Material und einer unserer Sonderpädagogen-Kollegen ist auch selber Geschichtslehrer, das heißt, unterrichtet auch Gesellschaftslehre, hat da ganz viel Material, mit dem kann man sich immer super absprechen, sodass man zum Beispiel bei einer Textarbeit zum gleichen Thema einfachere Texte hat oder eine andere Textbearbeitung. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Also im Fach Gesellschaftslehre ist es ja sowieso vorgesehen, dass man alle Aspekte betrachtet. Also sowohl geografisch, also eben das Fach Erdkunde, als auch die geschichtliche Perspektive im Fach Geschichte, als auch die politische im Fach Politik, weil es ja auch so ein integratives Fach ist. Man muss immer natürlich schauen, zu welchem Aspekt haben die Schüler den leichtesten Zugang. Wo können die Schülerinnen und Schüler am einfachsten anknüpfen? Und damit würde ich immer anfangen, weil man ja, nur so funktioniert ja einfach unser Gehirn, dann kann man eben neue Inhalte besser erfassen und dann darauf aufbauen und mir vielleicht auch über, und dann kommt natürlich auch hinzu, wo ist vielleicht die Komplexität am geringsten, wo gibt es vielleicht auch unterstützendes Material, so zum Stichwort Scaffolding, was man dann gut einsetzen kann, vielleicht auch, wie kann man Dinge visuell nochmal unterstützen, das ist natürlich auch eine große Unterstützung für Schüler. Ja, so würde ich da, glaube ich, vorgehen und dann da auch wieder schauen, wie gebe ich jedem Schüler die Möglichkeit, in dem Bereich nach seinen Fähigkeiten was zu lernen. Da ich ja immer Unterricht schon unter diesem Aspekt vorbereitet habe, also auch mein Referendariat schon in Klassen gemacht habe mit Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, würde ich das erstmal nicht als Mehraufwand empfinden, aber muss natürlich immer auch, also man hat halt alle Schüler im Blick und natürlich bringen dann Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Schülerinnen mit dem Förderschwerpunkt Lernen nochmal einen neuen Aspekt mit rein, auf den man Rücksicht nehmen muss, wie man vielleicht nochmal zusätzlich was vorbereiten muss, zusätzlich entlasten muss, zusätzliches Material zur Verfügung stellen muss oder vielleicht ganz in Gesellschaftslehre tatsächlich ganz selten mal was anderes, weil ein Zugang zu den Themen können eigentlich alle Schüler bis aus meiner Erfahrung bisher so weit bekommen. Ich habe allerdings keine Erfahrung, wie das ist mit Schülern mit einer geistigen Behinderung in höheren Klassen. Da könnte ich mir vorstellen, dass das nochmal eine andere Herausforderung ist. Psychosozial kann ich jetzt nicht sagen, dass das eine besondere Herausforderung ist. Ich finde das völlig okay, mit den Schülern da zusammenzuarbeiten und bestimmt birgt das bestimmte Herausforderungen, sich dem Gegenstand zu nähern. Aber das ist eben Teil des Jobs.
Also möglich würde ich sagen, sind erstmal alle Sozialformen. Vielleicht sieht man, also oder bestimmt sieht man sich nochmal mit besonderen Herausforderungen konfrontiert, wenn man jetzt auf den Bereich ES schaut. Muss man natürlich immer schauen, alles, wo alle Methoden, bei denen Schüler sich im Unterricht bewegen, ist natürlich für Schüler mit ES häufig eine Herausforderung. Also da muss ich schauen, wie kriegt der Schüler das gut hin, ohne dass ein anderer Schüler vielleicht oder eine andere Schülerin in Mitleidenschaft gezogen wird. Also wie unterstütze ich diesen Schüler, diese Schülerin dabei, diese Methode durchzuführen? Ne? Bei einem Double Circle zum Beispiel oder wenn die sich generell durch den Raum bewegen müssen. Also umso mehr, umso offener, umso freier, umso anstrengend ist das häufig für einen Schüler, Schülerin mit Förderbedarf ES. Was es aber nicht heißt, dass man diese Methode nicht durchführen kann, sondern muss einfach schauen, wie kriege ich denjenigen oder diejenige gut ins Boot. Häufig sind das ja Methoden, die man so am Ende, gerade so zur Meinungsbildung durchführt. Das ist natürlich für Schüler im Bereich Lernen unheimlich große Herausforderung. Für alle Schüler ist das eine große Herausforderung, Meinungsbildung. Und da muss man natürlich schauen, wie schaffe ich das, dass die da mitmachen können und auch was sagen können. Aber denen muss man da nochmal, oder den entsprechenden Schülerinnen und Schülern muss man einfach mehr vorgeben, mehr Unterstützung bereitstellen, um da auch was sagen zu können. Und da muss man auch einfach sagen, dann ist das vielleicht nicht auf dem Niveau der Meinungsbildung, sondern die können dann nochmal ein Argument äußern. Aber das ist völlig okay, weil das ist ja dann in ihrem Lernrahmen. Aber in der Methode können, glaube ich, alle Schüler da teilnehmen. Also Betroffenheit zu schaffen ist auf jeden Fall möglich. Also das sind ja keine, also jedes Kind, ob es jetzt einen Förderschwerpunkt in sozial-emotionaler Entwicklung hat, als auch ein Kind im Förderbereich Lernen, hat ja Emotionen und kann auch Empathie zeigen. Ist das bestimmt für manche Kinder schwieriger als für andere und das ist bestimmt auch schwieriger als für andere zu erfassen. Und wenn ich zum Beispiel einen Schüler habe, der eine autistische Spektrumstörung hat, da spreche ich vielleicht auch nochmal mit der E-Helferin. Da haben wir zum Beispiel einen Schüler hier bei uns an der Schule, da würde ich mir vielleicht auch nochmal Unterstützung holen. Aber es ist ja nichts, was erstmal kein Kind lernen kann und vielleicht jedes Kind ganz unterschiedlich ausgeprägt. Und auch Konfliktfähigkeit muss eben auch jedes Kind lernen. Und wenn ich natürlich einen Schüler im Unterricht habe, von dem ich weiß, der kann Konflikte schwer aushalten, der kann oder sie kann schwer diskutieren, dann muss man manchmal vielleicht auch nochmal entsprechend mit der Schülerin, dem Schüler darüber sprechen oder auch versuchen, einfach auch das mit den anderen Schülern im Unterricht zu reflektieren. Was ist denn jetzt das Problem an dem Diskussionsstil dieser Schülerin, dieses Schülers? Daraus lernen ja auch die anderen Schüler. Also man lernt ja auch ganz viel davon, wenn man überlegt, wie kann jemand anders das besser machen. Und sonst kann man auch einfach sagen, dass wenn das vielleicht über das Maß hinausgeht, was dieser Schüler vielleicht jetzt aushält in so einer Diskussion, wenn es wirklich zu einem riesen Konflikt kommt, den der Schüler eben in dem Moment, die Schülerin in dem Moment nicht in der Lage ist auszuhalten, zu sagen, die Lernende darf dann auch den Raum mal verlassen und sich eine Auszeit nehmen und dann greift man das nochmal auf, holt sich den Sonderpädagogen, die Sonderpädagogin mit ins Boot und lässt und dann arbeiten wir das nochmal auf. Aber es ist ja ganz wichtig, dass sie das hier lernen. Wir entlassen die ja mal in die richtige Welt und wenn nicht konfliktfähig sind, dann stehen die aber auch ganz schön blöd da. Ich muss sagen, ich habe das noch nicht gemacht, würde aber erstmal aus dem Bauch raus sagen, es ist auf jeden Fall möglich. Man sollte nur, oder das würde ich so tun und auch wahrscheinlich jedem raten, sich mit den betreuenden Sonderpädagogen und den betreuenden Sonderpädagogen zusammensetzen, überlegen, welche Herausforderungen bringt es jetzt mit sich, zum Beispiel eine Gedenkstätte, was erwarten wir da auch von den Schülern auch einfach an Verhalten, was ist wichtig, auch wie sich Schüler verhalten, damit wir auch diese Gedenkstätte nochmal besuchen können, aber auch zu überlegen, wie können alle Schüler möglichst viel mitnehmen von dieser Fahrt, von diesem Unterrichtsgang und auch überlegen, nehme ich mir vielleicht nicht noch eine sonderpädagogische Kraft mit? Oder das würde ich bestimmt auf jeden Fall machen. Das ist so im Schulkonzept auch vorgesehen, dass man das dann machen kann, aber ausschließen würde ich das auf gar keinen Fall.
Bestimmt ja. Und ob jedes Kind dann diesem komplexen Gedankenexperiment folgen kann, das ist dann vielleicht dahingestellt. Aber es sind ja auch alle Kinder zusammen in einer Klasse. Und ich glaube, es ist durchaus auch vertretbar, wenn ich zum Beispiel zwei Schüler mit dem Förderbedarf Lernen habe oder mit dem Förderbedarf GG und die können das jetzt nicht. Aber die sind ja nun mal in dieser Klasse und das ist auch richtig so und das ist auch in Ordnung so. Und da muss man eben überlegen, machen die in der Zeit, in denen wir das eben bearbeiten, etwas anderes und arbeiten an einem anderen Teilbereich des Themas, was wir gerade im Unterricht haben, des Unterrichtsgegenstands weiter. Oder ist das für die auch einfach mal aushaltbar, dass andere Schüler gerade ein Gedankenexperiment vielleicht auch in der Gruppe durchführen, dem sie nicht zu 100% folgen können, dass sie nicht zu 100% durchführen können oder aber nehmen einfach daran teil und hören zu und bekommen eben das mit, was sie mitbekommen können und müssen wir uns nicht auch vielleicht auch manchmal damit zufrieden geben, dass das so ist, weil eben Inklusion nicht ideal verläuft, weil wir eben sehr viele Kinder sind in den Klassen im Verhältnis zu sehr wenig Lehrerinnen und Lehrern, nämlich meistens einer Person und das muss einfach auch das ist für die Schüler manchmal nicht gerecht, für alle beteiligten Schüler manchmal nicht gerecht, aber so ist es. Und das muss auch den Eltern klar sein und das muss mir auch als Lehrkraft klar sein, dass ich das auch manchmal aushalten muss, dass es nicht für jedes Kind jetzt gerade ideal ist. Das ist einfach so dann in dem Moment. Ich würde sagen, genauso wie bei allen anderen Schülern auch. Ich weiß, dass das Vorwissen anders ist. Ich versuche, das zu antizipieren, wie das, was heißt, was es anders ist. Dass manchmal ist es ja auch so, dass ein Schüler mit einem Förderbedarf also trotzdem auch in dem Bereich super fit ist. Also gerade wenn wir uns auf den Bereich Lernen angucken. Ne? Im Bereich ES ist das, das ist ja, hat ja erstmal mit dem Lernen oder der Lernbereitschaft oder der Lernfähigkeit ja gar nichts zu tun. Da würde ich das gar nicht anders handhaben als bei Regelschülern. Aber generell muss man ja immer schauen oder versuchen zu antizipieren, versuchen in die Planung mit einfließen zu lassen, was ich glaube, was das Vorwissen der Schüler ist und der Schülerin oder das vorher rauszufinden oder vielleicht weiß ich ja auch, was ich vorher im Unterricht schon gemacht habe. Oder habe vorhin Unterrichtsgespräche, Brainstorming und schaue einfach, was die Schüler mitbringen und schaue dann, inwieweit ich bei jedem Schüler individuell da weiterarbeiten kann und aber auch in der Gruppe. Also man bereitet ja auch nicht für jeden Einzelnen von 26 bis 30 Schülern einen Unterricht vor. Im Prinzip auch. Genauso wie bei Regelschülern. Ich würde versuchen, erstmal deren Interesse zu wecken. Also positiv. Also nie, wie kannst du das nicht wissen? Wie kann sich das denn nicht interessieren? Was ist denn hier los? Und zu überlegen, welcher Aspekt an diesem Thema ist denn jetzt aber vielleicht für den Schüler so interessant und berührt vielleicht auch seine persönliche Lebenswelt oder seine Erfahrung so, dass ich ihn darüber so ein bisschen mit ins Boot holen kann oder sie mit ins Boot holen kann. Und ich glaube, dass das, also erstmal sollte man vielleicht davon ausgehen, dass das bei allen Schülern möglich ist. Wenn das an der einen oder anderen Stelle nicht klappt, ist das eben auch so wie im Regelunterricht. Dann hat es nicht geklappt und dann muss man schauen, schafft man das noch? Wo kommt man ihn mit ins Boot? Aber gerade, was natürlich politisch komplexe Themen wie Gesetzgebungsverfahren, ja, das ist einfach auch ein trockenes, schwieriges Thema, aber wenn man einfach sagt, ein Schüler ist generell politisch, zeigt da Desinteresse, glaube ich, dass man schon bei jedem Kind, bei jeder Schülerin, bei jedem Schüler ein Thema finden kann, wo dieses Kind erkennt oder diese Schülerin, dieser Schüler erkennt, das hat was mit meiner Lebenswelt zu tun, das wirkt sich darauf aus, deshalb ist es für mich schon wichtig und schon ein kleines Interesse zumindest. Auf jeden Fall. Also die Schüler
also tatsächlich dann auch wieder nur für die Schüler mit dem Förderbereich Lernen, GG, aber natürlich auch für Schüler im Förderbereich Sprache, im Bereich Hören oder Sehen. Und das passiert bei uns an der Schule eigentlich fast immer in Absprache mit den betreuenden Sonderpädagogen. Und wir machen Vorschläge. Oder also ich mache einen Vorschlag oder überlege mir selber was. Oder manchmal, wenn ich sage, boah, irgendwas ist so gar nicht, wie ich das vielleicht hier noch entlasten kann, gehe ich mit meinem Test im Fach Gesellschaftslehre dann auch zu der Sonderpädagogin, der Sonderpädagogin, der für den Schüler verantwortlich ist. Und wir überlegen zusammen, welchen Test, also dann häufig ist das, hat man einen Test schon fertig, den Ausgangstest, sage ich mal, für alle Schüler und schaut dann, wie kann man das reduzieren oder Hilfestellung geben, sodass die unterschiedlichen Schüler auch daran arbeiten können. Im Bereich ES differenziert man meistens eigentlich nur so, wie im Unterricht eben auch, dass die Schüler mit Förderschwerpunkt ES Kopfhörer tragen dürfen während des Tests oder sich vielleicht mit dem Gesicht zur Wand setzen dürfen oder im Stehen arbeiten dürfen oder vielleicht auch draußen an der Fensterbank schreiben, einfach um so die Reize so ein bisschen zu verringern.